Hallo liebe Old Kids Freunde, heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen und ich habe mir gedacht, das gehe ich alleine mal an. Und zwar Back to the Future wieder. Und zwar mit dem neuen aktuellen Adventkalender von Playmobil mit der Nummer 70576, die diesmal den dritten Teil betrifft. Es ist wieder ein Diorama, wie es beim anderen war. Ja? Diesmal sind wir aber eben beim nicht kompletten. Hoppla. Beim nicht kompletten Valley-Gebäude, was ihr kennt aus dem Film. Einmal der Zug-Szenerie, dann dem Kino, bevor er in die andere Zeit springt eben. Und einmal dann hier der Friedhof, wo Dr. Emmett Browns Grabstein gefunden wird. Ihr habt dabei beiliegend eben das Foto von Marty McFly und von Doc Brown, wie sie sich fotografieren lassen eben bei der unfertigen Uhr. Dabei habt ihr dann noch eben die Figuren wie Mad Dog Tannen, Clara Clayton. Dann haben wir noch zweimal Marty McFly, bevor er eben in die Vergangenheit reist, zu Doc Brown. Und danach eben dann, wie er mit dem Colt ausgerüstet ist. Dann haben wir noch den Doc Brown aus dem Jahre 1955. Und dann den Doc Brown im Wilden Westen. Zusammen natürlich mit dem Hund Einstein. Dabei ist dann noch eben das Foto noch einmal in klein, die drei Super-Zündis, die dabei sind, den Grabstein, wie gesagt, dann haben wir noch den Brief dabei, den Marty McFly bekommt, eben damit er weiß, dass Doc Brown noch am Leben ist. Und ja, dann habt ihr noch ein paar Dynamitstangen dabei, wie der DeLorean eben freigesprengt worden ist aus der Höhle. Einen Radsatz zum Wechseln auf die klassischen Räder von 1955 oder eben auf diese klassischen Felgen, also auf die klassischen Felgen, auf die Felgen eben, wie er dann auf den Schienen steht. Und dann den Gesamtaufbau mit den Röhren drauf, wie das Ganze dann verwendet werden musste im Wilden Westen, samt Klebesticker. Ich habe das jetzt persönlich nicht gemacht, weil ich möchte den DeLorean jetzt nicht unbedingt verändern. Kann man machen, wenn man will, dann kann man sich die DeLoreans nachkaufen. Jetzt sind sie momentan eh sehr günstig zu ergattern. Dann könnte man sich alle drei DeLoreans so in den verschiedenen Phasen eben hinstellen, aber ich belasse es bei dem einen. Ansonsten, ja, es ist ein tolles Set. Es ist ein Sammlerset. Es ist kein Spielzeug. Aber es ist auch ein Spielzeug, kann man nehmen, wie man will. Ja. Aber es macht irrsinnig Spaß, das Ganze aufzubauen. Dauert nicht so lang wie die Enterprise, die wir aufgebaut haben. Da war die Aufbaudauer wirklich sehr lang. Aber hier ist eigentlich nichts zum Kleben. Da bin ich auch froh drüber, dass da nichts zum Kleben war diesmal. Ansonsten ziemlich toll. Kann man aufstellen in die Vitrine hinein. Oder zum Spiel verwenden, aber wie gesagt, nur zum Sammeln. Ja, das war's wieder. Das war ein kleiner Short wieder. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like, Kommentar oder vielleicht ein Abo da, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Bis bald!